Wir sind jetzt auf dem Stand der BSK Fahrzeugvertrieb GmbH in Hamburg auf der Internorga. Die BSK hat ihren Firmensitz in Mühlen und neben mir steht jetzt der Geschäftsführer, Herr Dominik Bornos. Hallo, Herr Bornos. Schönen guten Tag. Was stellen Sie in diesem Jahr hier auf der Internorga aus? Wir sind sehr spezialisiert auf verkaufsmobile Basis Mercedes Sprinter, haben einen Tiefrahmen mit Kofferaufbau nebenan stehen. Hier haben wir unser klassisches Verkaufsmobil, hier eingerichtet für Bäckerei. Mhm. Sind Sie das erste Mal hier auf der Internorga? Nein, wir sind schon seit vielen Jahren hier, seit über 10 Jahren, stellen sehr regelmäßig, sehr gerne in Hamburg auf. Mhm. Es ist unser Heimatmarkt, wir sind Norddeutsche und haben auch regen Zulauf gehabt die ersten 4 Tage und werden auch weiterhin hier auf der Internorga ausstellen. Mhm. Und was ist in diesem Jahr Ihr Highlight? Uns ist es gelungen, zusammen mit Mercedes-Benz eine Edition herauszubringen mit einer Vielzahl an Vorteilen, nicht nur bei uns im Ausbau, sondern auch im Grundpaket vom Daimler. Highlights dabei sind, das 3. Jahr Garantie von Mercedes ist enthalten, eine 4,9% Finanzierung ist enthalten und diese Edition läuft bis Ende des Jahres. Sie wird bundesweit durchgeführt über Mercedes-Benz, über unser Haus. Und das ist schon auch im Hinblick auf Wettbewerber etc. ein sehr schöner Baustein in der Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz. Und was ist das Besondere an diesem Fahrzeug? Das Besondere an diesem Fahrzeug, es entspricht eigentlich dem, was 80% unserer Kunden, die auf einer klassischen Tour unterwegs sind, die Einrichtung enthält. Und es ist natürlich von dem Paket vom Daimler her, es gibt keine 3 Jahre Garantie im Nutzfahrzeugbereich und die 3 Jahre Garantie gibt der Daimler und geben wir selbstverständlich auf unsere Einrichtung aus auch. Und das ist für den Anwender ein enormer Vorteil. Also das Fahrzeug ist von Daimler konzipiert und die Inneneinrichtung von BSK, kann man das so sagen? Ja, so kann man es sagen, ja. Wobei wir natürlich als Werkskunde von Daimler auf die Ausstattung auch der Sprinters erheblichen Einfluss nehmen und sagen, spezialisiert für die Branche brauchen wir die und die Einrichtungen, die und die Zubehörteile, um dann unsere Einrichtung perfekt umsetzen zu können. Herr Bornhorst, warum haben Sie sich ausgerechnet für den Mercedes Sprinter entschieden? Unsere Kunden sind sehr angewiesen auf Zuverlässigkeit, auf Pünktlichkeit, auf Wirtschaftlichkeit. Der Sprinter ist im gewerblichen Bereich Marktführer, mit Abstand das solideste Fahrzeug. Wir sind schon seit Mitte der 90er Jahre Werkskunde, auch von Mercedes geworden, weil wir uns seit jeher auf dieses Grundfahrzeug spezialisiert haben. Haben jetzt auch bundesweit eine Roadshow zusätzlich zu unserer Edition. In dieser Roadshow sind 12 Handwerkslösungen für den Maurer, für Kühlfahrzeuge und von uns ein Auto jeweils dabei, bundesweit wechselnd in verschiedene Niederlassungen. Warum benötigt ein Bäcker so ein Fahrzeug? Der Markt, Bäckerei, Frühstück, Catering, aber auch beim Metzger, bei den landwirtschaftlichen Produkten hat sich sehr gewandelt. Mhm. Es gibt zwar enorm viele filialisierende Betriebe, aber aufgrund der Altersstruktur, auch aufgrund der Frühstücksgewohnheiten ist Mobilität ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Bäcker, für den Caterer. Und da ist natürlich das Grundfahrzeug oder überhaupt ein Fahrzeug wesentlicher Baustein. Herr Bornos, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Es war sehr interessant. Dankeschön. Ich bedanke mich für den Besuch. Danke.